So. Ein bisschen mehr nach Suppe, bitte. Ja. Und der Kohlrabi? So. Passt das so? Jetzt setzen wir das ein. Kennen Sie das? Salat. Richtig, Salat. Ja, genau. Nein, es gibt unterschiedliche Salatsorten. Es gibt den Salat, der wie eine Kugel wächst, schaut aus wie ein Ball. Das ist der Kopfsalat, den kennst du vielleicht vom Einkaufen. Und dann der Salat, da wachsen die einzelnen Blätter. Die kann man immer runter ernten und essen. Mag jemand kosten ein Stückerl? Ich auch. Ich nehme das. Ja, bitte. Genau, da. Gut, von unten ab. Ja, du auch. Nimm auch eins und kost auch. Schaut mal her, der tropft ja dir unten ein Loch. Ja. Und damit die Erde nicht durchfällt, geben wir ein Stück Zeitungspapier rein. Ihr könnt das runterreißen und unten reinstopfen, ja? So. Genau. So. Legen und über das Loch drüber geben. So. So. Jetzt die Erde reingeben. Das könnt ihr ruhig mit den Händen machen oder ihr könnt auch ein Schaufel nehmen. Ja, das Schaufel. So ein Stückel unterm, bevor der Topf aus ist, nur bis zu dem Rand. Und wisst ihr, warum man das machen muss? Wenn man gießt, damit nicht die ganze Erde rausgeschwemmt wird. Also nicht ganz anfüllen. Ja. Okay. Schau, wie ich schon hoch habe. Ja, super macht sie das. Sehr fleißige Gärtner. Ich mach's lieber mit der Hand. Mit der Hand geht's schneller. Ich mach's auch lieber mit der Hand. Oh, ich hab so groß. Schau, wie weit ich schon bin. Die Lok. Fertig. Fertig, genau. Jetzt müssen wir mit den Fingern ein Loch reinmachen. Genau, ein bisschen größer das Loch reinmachen, weil da muss ja immerhin die ganze Salatpflanze reinpassen. Schon? Ja, so wie es der Lenny ungefähr gemacht hat. So, jetzt kriegt jeder eine Salatpflanze und die Pflanze immer so weit in die Erde reinsetzen, dass genau bis daher geht die Erde vom Topf. Nicht so weit, dass man gar nichts mehr sieht von der Pflanze und auch nicht so weit, weil die Wurzeln, das sind das Weiße, die Wurzeln, die müssen immer in der Erde sein. Und du kriegst auch eine? So? Genau so und dann von der Seite schön die Erde festdrücken. Da? So passt super, genau. Schau dir mal da so ein bisschen in die Erde noch rein. Gib's jetzt her. Schau mal. Wow, super. Super schön. So, und jetzt müssen wir es gießen. Schlechtes Wasser, bravo. Auf allen Seiten. Ah, von allen Seiten, genau. Nicht oben drauf auf die Pflanze, ja. Richtig, sondern auch von der Seite eher. Das passt gut, ne? Ist aber noch ein bisschen viel Wasser. Ja, das passt schon. Schau, was die Sophie gemacht hat. Ja, die hat sehr gut gegossen.